Oh Gott, wir werden alle sterben. Ja, hallo und willkommen zu Folge 17 unseres Let's Plays. Wie angedroht, ich kann auch mit der Maus gleichzeitig, super. Wie angedroht habe ich den Simon um Hilfe gebeten, wie das hier gehen könnte. Und er hat sich gewundert, na, wenn ich sage, dann verrate ich es dir, ach, schwer. Aber was er mir jetzt gesagt hat, ist, die Lösung für das Problem, wie ich das wieder hochgefahren bekomme, das hätte ich vielleicht, denke ich mir jetzt gerade bei dieser Cutscene mit dem Zwiebelritter, vielleicht daraus lesen können, ist, dass ich gerade überhaupt nicht weiß, wo ich bin. Und das mit dem Ausweichen ist auch nicht schlecht eigentlich. Aber ich komme trotzdem nicht an ihn ran. Doch, jetzt. Ist nicht in der Kathedrale zu finden, sondern ich muss da, hat er sich so ausgedrückt, wohin, wo ich vielleicht schon mal war, wo ich eigentlich schon eine Abkürzung haben sollte und da mal gucken. Und jetzt habe ich die Idee, vielleicht stimmt sie ja. Ich renne hier gegen den Blöden. Kommt, glaube ich, trotzdem, oder? Ach nee, da ist ja noch der andere. Ist... Schaffe ich es gleich, mich von zwei verfolgen zu lassen? Ich doof. Ich habe jetzt keine Zeit für dich. So, hier geht's wieder runter. Na, aber eher Zeit für mich. Mal sehen, wie weit er hinterher kommt. Kommt er bis hier runter? Traut er sich das? Okay. Und zwar, jetzt muss ich überlegen, diesen Glockenturm, den hatte ich doch. Da war doch so ein Durchgang. Das war hier. Ich glaube, also, gucken wir mal. Also er hat wirklich nicht direkt verraten, aber ja, das würde, glaube ich, hier passen. Von der Stelle her. Da war, oder täusche ich mich, das war das hier mit der Leiter, oder nicht? Na, war vielleicht eine andere Stelle, die, als ich meine. Mir wäre natürlich auch manchmal damit geholfen, dass mein Erinnerungsvermögen besser wäre. Nee, dann war es das wohl nicht. Jetzt noch gerade so ein bisschen... Wartet mal, doch, das war... Nee, das war schon das, was ich dachte. Nee, hä? Jetzt Moment mal, oder war es links? Nee, links war das Ding, oder? Gott, ich bin... Jetzt... Nee, jetzt... Da ist das Leuchtfeuer. Wo kam ich jetzt her? Hier raus? Und dann... Nee, das war ja die richtige Abkürzung. Das meine ich nicht. Nee, ich meine schon die von gerade. Oh je. Ich war doch da vorhin. Nicht vorhin natürlich. Aber ich habe auch nicht heute das gespielt, um Gottes Willen. Also mehr als drei Folgen am Tag oder maximal vier. Da werde ich rammdüsig mit der ganzen Laberei. Aber ich habe doch in irgendeiner Folge. Bin ich doch mal hochgefahren. Wo ich nicht recht wusste, was es soll. Und dann... Ja, genau, und dann bin ich rausgegangen und da gab es dann eine Leiter. Ja, das war schon hier. Und ich glaube nämlich... Ich glaube nämlich, dass da... Weil das ist die einzige Stelle, wo ich quasi über diesen Punkt komme, weil... Wahrscheinlich stand der oberhalb von mir. Jetzt muss ich hier wahrscheinlich irgendwas machen. Erstmal den töten, gut. So.
Und jetzt geht's hier raus. Danke. Frage ich mich gerade. Muss ich vielleicht hier runterspringen? Auf dieses Dach? Und dann kann ich da oben rein. War ich da schon? Ist immer so ein bisschen schwierig mit der Orientierung. Das, da gehe ich dann, da ging... Nee, das... Doch. Ja. Ich glaube, ich muss hier drauf springen. Aber da muss ich mit Anlauf springen. Ach, ich mache das einfach mal. Und jetzt gibt es hier aber Ruckler neuerdings. Seit wann ist das denn erlaubt? Ha! Nicht schlecht, oder? Also jetzt kommen diese Nervis von da unten. Ja, und da geht's weiter. Also wie gesagt, er hat es mir nicht konkret gesagt, aber... ach, ein Brandbomben-Heini. Aber... Da ist nochmal einer, jetzt keinen falschen Fehler machen, wie mein Vater immer zu sagen beliebt. So. Und jetzt bin ich zumindest mal an einer Stelle, wo ich noch nie war. So eine typische Versteckstelle. Und jetzt können wir mal weitermachen. Ja, ich bin jetzt praktisch oberhalb, also auf den Dächern der Kathedrale. Oh, da kommt noch einer. Zum Glück habe ich das noch gesehen. Jetzt wird es ein bisschen nervig, weil ich da zwei von den Brüdern habe. Ja, da muss ich vorsichtiger vorgehen. Aber ich glaube, ich bin auf der richtigen Fährte. Danke, Simon. Und ganz ehrlich, also ohne diesen Fingerzeig hätte ich da jetzt irgendwann aufgegeben. Ach so, wo will ich jetzt hin? Eigentlich geht's schneller. Weil ich noch nicht ganz überzeugt bin. Ich glaube, ich möchte jetzt doch wieder... Naja, jetzt schauen wir mal. Meine Schild-Axt-Taktik da machen. Also, Kathedrale des... Kapelle der Läuterung. Dann links rum. Genau. Oh, jetzt ruckelt er aber. Ich glaube, das Spiel hat irgendwelche Speicherprobleme. Weil ich spiele jetzt schon die dritte Folge. Die dritte in Folge. So. Hoffentlich kriege ich das mit diesem Sprung wieder hin, weil ich bin ja fast zu weit gesprungen schon. Ah, da wäre auch was. Habt ihr es gesehen? Da können wir vielleicht sogar... Naja, jetzt keine... Nicht cocky werden. So, jetzt raus. Ja, diese... Jetzt wird aber gerade extrem mit diesen Rucklern. Also wenn das jetzt nicht besser wird... Ich hoffe, es wird wieder besser. Dann müsste ich fast nochmal den Rechner neu starten. Also falls ja, dann gibt es halt eine kurze so Bildsprung. Kriegen wir schon auch hin. So. Ja, schon wieder. Das ist natürlich, wenn ich jetzt den Sprung mache, wäre das wenig optimal. Ja, dann habe ich wenigstens einen Schuldigen. So. Haha! Oh, gerade noch geschafft. Okay, das sind meine Seelen. Und jetzt mache ich aber erstmal den hier. Und immer aufpassend. Nee, ehrlich gesagt, ich mache jetzt erstmal diese Schützen fertig. Jetzt machen wir das mal in Ruhe. Hab keine... Ah ja, da muss ich mir jetzt mal wieder
Zumindest den Bogen hinlegen. So. Jetzt habe ich nicht mehr das schöne Gewichtsverhältnis. Warum macht er das jetzt? Achso. Ich sollte, glaube ich, erst spannen. Dann rein strafen. Ja, wenn er jetzt wegläuft, kann ich aber auch nichts machen. Ah, schaut mal, hier hängt einer. Den ich aber nicht treffen kann. Ja, hier, da habe ich nicht geglaubt, dass die vorher irgendwo sind, weil ich dann danach immer hingegangen bin. Ja, du kannst mir eh nicht gefährlich werden. Jetzt habe ich aber gerade üble Ruckler drin. Und noch ein. Der kann mir gar nichts machen. Das ist immer das Schönste. Sehr entspannend. So. Dann nicht runterfallen. Man kann sogar noch weiter ranzoomen. Das habe ich aus einem Kommentar. Jetzt gerade. Okay. Gucken wir mal, ob es noch weitere Schützen gibt. Ja, gibt es. Andersrum ist besser. Und dabei nie vom Dings fallen. Bist du der Schütze? Ja. Ah, ich bin so blöd. Das Einzige ist... Ja. Ja, diese Ruckler sind jetzt ziemlich schlimm. Vorsicht. Das ist ein bisschen öde, ich weiß. Aber wir wollen es ja gescheit machen. Weil ich muss da ja die ganze Dings da durch. Und da hätte ich dann doch ganz gerne nicht noch ab und zu einen Armbrustbolzen in der Tasche. Den schluck ich jetzt. Und er hat noch nicht mal getroffen. So soll es sein. Zu wenig ausgewichen. Das Risiko ist natürlich bei dieser Form des Ausweichens, dass ich so ein bisschen mich immer weiter nach hinten oder vorne bewege und irgendwann von diesem Dach falle. Und dann war die ganze Mühe umsonst. So, jetzt schieße ich normal, das müsste dann eigentlich sein. Nee. So, aber jetzt. Gut. Jetzt habe ich doch ein paar erlegt. Jetzt hole ich mir den von hier. Ob das jetzt die allerbeste Entscheidung meines Lebens war, weiß ich nicht. Weil ich hier einfach so wenig Platz zum Kämpfen habe. Ich hole jetzt auch... Ah, nein, ich Idiot! Okay. Ja, wisst ihr was? So schön das Experiment war. Ich möchte jetzt wieder auf meine, das habe ich schon, auf meine übliche Montur umschalten. Aber ich weiß jetzt, es gibt diese Alternative. Und unter 70 kann ich mal versuchen zu bleiben. Aber tue ich ja eigentlich. Was hatte ich hier immer? Die Missionarshose, gell? Ja, die Missionarshose ist einfach gut.
kann man nicht sagen. Sonst bin ich insgesamt bei unter 70, bin da angeblich im mittleren. Ah, ich habe kein Schild drum. Okay. Ja, aber ich möchte ein Schild haben. So, jetzt bin ich wieder bei 79. Tut mir leid. Ich weiß, es. Ich finde es schrecklich, aber es ist einfach meine Spielweise. So. Genau, und jetzt ist hier wieder, so soll es sein. Und ich bin auch keine. Ich habe keine Glut mehr. So, jetzt bin ich erstmal gespannt, ob ich das hinkriege mit dem Springen, wenn ich in der schweren Rüstung bin. Ob das irgendwelche Erschwerniszulagen bringt in Sachen Sprungschaden einerseits oder auch einfach wie weit ich springen kann. Wir werden es gleich wissen. Ich habe jetzt den Sprung zweimal geschafft, das letzte Mal eher knapp, weil ich auch versagt habe. Mal sehen, ob ich ihn zum dritten Mal schaffe. Bang, bang. So. Immer wieder ein bisschen Anlauf. Da will ich hoch. Das Springen ist nicht so ganz einfach. Man muss erst in den Lauf kommen und dann noch springen. Aber das sieht gut aus. So, jetzt habe ich natürlich hier lächerlich wenige Seelen. Und wisst ihr was? Ist mir zu blöd mit den Viechern da unten. Da hoffe ich einfach mal, dass sie mich da oben gar nicht so ganz sehen können. Das war sehr gefährlich, Jörg, wegen dem Schritt nach vorne. Da landet man auch gerne mal. Genau, das hier war die. Der tödliche Fehler. Da landet man auch gerne mal. Ja, komm her. Ja, ich... Okay. Das hat mich jetzt überrascht. Ich habe ernsthaft gedacht, dass ich gegen den länger überlebe. Ich glaube, so viel Tode hatte ich... Oder? Hatte ich lange nicht mehr. Bin ich überhaupt schon öfters als... zweimal gestorben, oder? Ich glaube, das mehr als zweimal bin ich noch nie gestorben. Naja. Okay. Kriegen wir schon hin. Ich dachte jetzt, mit der normalen Rüstung kann ich da einfach stehen bleiben. Dem war nicht so. Ich habe es kapiert. Doof ist, dass der immer dann so ewig zum Runterfahren braucht, wenn man oben stirbt. Das ist übrigens jetzt gerade ein klassischer Fall. Das war bislang überraschend wenig. Aber wenn ich es bislang gespielt habe, war das eine ganz typische Geschichte. Beim allerersten Mal in einem neuen Gebiet, neue Stelle, neue Situation, komme ich überraschend weit, schaffe sie manchmal auch. Wenn ich es aber nicht schaffe, werden dann die Folgeversuche schlechter. Und warum ist das so? Gibt es natürlich mehrere Faktoren. Aber ich führe es A auf den Glücksfaktor zurück, den Dark Souls selbstverständlich auch hat. Und natürlich auch auf so eine zunehmende Ungeduld, die sich dann bei mir einstellt. So. Jetzt kommt hier wieder der Typ. Und bevor er groß anfängt, kriegt er von mir einen Gruß zum Sonntag. Jetzt schießen die zwar unten. So, jetzt... mache ich es denn, dass du mich nicht gleich erwischt? So, so mache ich es. Ja, ja, ich darf mich eigentlich von dem einfach gar nicht treffen lassen und muss ihn dann schnell mit einer Serie in den Rücken erlegen. Genau, so geht das. Jetzt kann ich meine lächerlichen Seelen, da habe ich jetzt einige verschenkt, mir wiederholen. Und jetzt, wie mache ich es jetzt, dass mich nicht dieser nächste Sklave angreift? Da pulle ich den. Weil der war ja auch nicht einfach. Trink noch ein bisschen. Ja. Es ist halt zum Kämpfen schon blöd hier, dieses Eck. Hey! Hey! Es ist ja blöder als blöd, weil ich hier gar nicht weggekommen bin. Komisch. Weil halt hier das Ausweichen nicht so... gefördert wird, sage ich mal vorsichtig. So, jetzt kommt hier irgendwie wieder so ein Typ irgendwo her, ich weiß aber nicht woher. Jetzt höre ich ihn, da kommt er. So,
Und hier geht's von durch. Würde ich sagen, ja. Ja. Ja, auch nicht schlecht, oder? So. Und jetzt bin ich oberhalb. Ah, nee! Okay, das ist die Rekordfolge an Toten. Meine Herren. Okay, muss ich vorsichtiger sein. Es müsste so Obi-Wan Kenobi aus dem Off kommen. Zügle deine Ungeduld, junger Jedi, Jedi, auf Deutsch, Jedi. Und dann sagt er noch Yoda. Der Tod, die Ungeduld für dich ist. Oder was er halt so sagt. So. 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 Also auch so ein Sprung kann mal daneben gehen, das sag ich euch nur, gell? So. Also. Dann. So, weg. Jetzt kommt er hier. Steht er schon. Ich muss ihm in den Rücken. Ich hab's kapiert und dann meine Serie starten, dass er gar nicht mehr zum Schlag kommt. Ha! Jetzt habe ich kurz gewartet, weil ich dachte, er sei schon tot. Also im Zweifel dann doch lieber einen Schlag zu viel. So, das mit dem Pullen hat auch gut funktioniert. So. Und da konnte ich eigentlich auch zwei schießen. Der kommt ja dann genau auf mich zugerannt. Ah, kann ich sogar noch einen. Dann soll ich aber irgendwann mal umstellen. Genau. Und jetzt hatte ich hier das Problem, dass er mich nicht vorbei hat rollen lassen. Darum habe ich es diesmal ein bisschen anders versucht. Und ihr seht, bislang 0 Hitpoints. Jetzt kommt noch der Bube hier. Nicht zu nah an den Rand, sonst fliege ich runter. So. Jetzt schieße ich mal von hier, wo mich nicht gleich der scheiß Armbrustschütze, der irgendwo da unten steht. Er ist natürlich blöd da oben. So. Okay, dann komm halt. Ja, was denn? Ist das runtergefallen? Ach, die können einem echt leid tun. Ja, ja, wahrscheinlich war das da unten einer. Jetzt kann ich erstmal suchen gehen. Ah, das ist natürlich auch super. Das ist ein Ritter mit Armbrust. Ach, der hat mich erwischt. Oh, Leute, ich... Ja, ja, darum hat er mich auch so... Ja, ja, das ist ein Armbrustritter. Aber der schießt schon die ganze Zeit auf mich. Und da habe ich, glaube ich, dann jetzt wieder den Spielerbonus. Passt mal auf, was passiert. Das passiert. Wenn der jetzt nicht näher kommt, sondern immer wieder da auftaucht, dann habe ich einfach den Vorteil, dass ich auf ihn schießen darf. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Wahrscheinlich hat das mit meiner Ego-Perspektive zu tun.
Der wird immer wieder ein Stück zurück. Irgendwann kann das natürlich auch aufhören, so zu klappen. Aber bislang sieht es doch gut aus. Also er schießt auf mich, trifft nicht. Weil so ein normaler Schuss hätte mich auch nicht sofort runtergeschmissen. Das war der da. Blödkopf. Ja, natürlich soll ich erst schießen, wenn er wieder hochguckt. Ja, ich finde so Szenen, ich freue mich, dass sie so gehen. Aber jetzt könnte er mich vielleicht treffen. Nee, auch noch nicht. Aber ich finde es auch so ein bisschen, naja. Der ist mittlerweile pfeilgespickt. Ich würde mal sagen, noch ein normaler Pfeil statt Holzpfeil. Nö, immer noch. Aber jetzt. Wahrscheinlich hätte ich einfach hinlaufen sollen, aber ich habe halt ein bisschen Panik. Ah, da ist noch einer, der hat mich noch gar nicht gesehen. Ah. Ja. Der. Ja. Da habe ich jetzt so ein bisschen Sorgen, ehrlich gesagt. Wenn der jetzt zu mir gerannt kommt, ich glaube, da renne ich doch noch lieber dann wieder raus. Und an diesem Eck muss ich aufpassen. So. Okay. So, aber jetzt könnte auch was anderes klappen. Diese Viecher haben nämlich teilweise eine echt schlechte Wegfindungsfähigkeit. Es kann gut sein, dass der mich gar nicht findet. Aber zur Sicherheit nehme ich jetzt doch mal schon die Kampfmontur. Naja, jetzt läuft er nämlich da rum und geht auf seinen Platz mehr oder weniger zurück. Und jetzt kann ich auch den immer wieder... Und glaube, von hier aus könnte es auch sein, dass er mich gar nicht sieht wegen dem Eingang. Wir werden es gleich wissen. So, wenn er natürlich kommt, sehe ich da ein bisschen alt aus, aber dann laufe ich einfach von hier nach links. Und ich habe jetzt auch wieder die Panzerung an. Das heißt, ich muss weniger auf... Das war jetzt fahrlässig. Und sie fliegen auch gern mal irgendwo runter und so. Seht ihr ihn? Ich sehe ihn nicht. Es kann echt auch gut sein, dass er schon runtergefallen ist. Da liegt was, oder? Nee, ist nur... Ja, jetzt ist er irgendwo hin. Dann muss ich mal vorsichtig... Was es gar nicht passieren darf, ist, dass ich ihn nicht sehe, der mich von irgendwoher angreift und ich springe entweder in mein Verderben oder er schubst mich mit seinem Schildbash runter. Das wäre wirklich unangenehm, aber ich sehe ihn nicht mehr. Ich glaube, der ist runtergefallen. Wie gesagt, das passiert doch häufiger, als man denkt. So. Ja, schwere Bolzen. Komm, räum mal ein bisschen auf. Unser Kathedralendach soll sauberer, soll sauberer werden. Nee, also ich gehe jetzt nicht drauf, weil ich versuche, den da runter zu schicken. Also, nee. So. Wie wäre es denn, diesen Kronleuchter runterzuholen? Also aktuell weiß ich nicht, was ich tun soll. Was ist denn das da hinten? Ah, so ein Vieh. Okay. Ja, also die Gegner sind nicht wirklich... Ja, ich ja auch nicht, wie man hier sieht. Ist nicht wirklich für diese Situationen geschaffen, würde ich mal sagen. Aber wo gehe ich denn jetzt hin eigentlich? Wo kam ich hier da? Da geht's rein. Ach so, vielleicht ist der da reingelaufen. Ja, da ist unter Umständen einer drin. Da. Nee, da ist er hingelaufen. Da hinten, wenn es kein neuer ist.
kommt es tatsächlich. Aber den schieße ich ab. Das Dumme ist, dass der Schall weit trägt. Das ist er da hinten. Ist er jetzt noch derselbe wie vorhin? Wenn das ich wüsste... Nee, da ist einer. Nee, das könnte er sein. Ich frage deswegen... Also dieselbe Bewaffnung hat er ja. Ich frage deswegen, weil es interessant wäre in Sachen Hitpoints, wie viel er noch hat. Aber um das rauszufinden, müsste ich ihm halt jetzt nochmal einen mitgeben. Nee, der ist neu. Der ist neu. So. Und er versucht zu mir zu kommen. Unangenehmerweise. So, jetzt gucken wir mal. Wo läuft er? Kommt er noch? Hat er aufgegeben? Ist er runtergefallen? Also wenn der jetzt auch runtergefallen ist. Ne, er ist wieder zurückgekehrt. Okay, aber von dort hinten kommt er wenigstens nicht, wenn ich hier reinschaue. Was ist denn hier? Ach, das ist einfach ein weiterer Zugang von draußen. Ja. Noch bin ich mir nicht sicher, was ich hier machen soll. Und durch das Runterfallen habe ich halt einen Instant-Tod. Darum bin ich jetzt hier gerade so super vorsichtig unterwegs. Ich weiß, ich enttäusche euch. Ihr habt alle erwartet, dass ich bei diesem Let's Play im Sekundentakt sterben würde. Oder zumindest, sagen wir realistisch, im 5-Minuten-Takt. Aber noch nicht. Warte mal, da drüben könnte ich rüberlaufen. Komme ich halt hierher zurück. Ich glaube nicht, dass ich den überhaupt besiegen muss. Genau. Nee, da fehlt just was. Da haut es mich dann runter. Ich glaube, das soll ich nicht versuchen. Gucken wir drüben nochmal. Ist genau so. Hier endet das Dach so genau zum Durchfliegen. Ja. Dann muss ich doch einfach mal da drüben schauen. Aber da ist ja eigentlich nichts. Oder ich muss noch weiterlaufen. Das kann natürlich auch sein. Ihr versteht, dass ich keinen Bock habe, hier gegen den zu kämpfen, oder? Das könnt ihr nachvollziehen. Aber, okay, jetzt gucke ich erstmal draußen, dass da nichts ist, was mich anspringt. Sollte ich den da pullen? Ah, schaut mal, da war ich auch noch nicht. Ah, schaut mal, er hier. Aus irgendwelchen Gründen noch nicht getriggert. Noch was? In der Art, ich höre doch noch was. Ja gut, selbst wenn da jetzt was Kleines kommt. Hau ich das Vieh weg. Erstmal in Sicherheit. Wo ist er denn? Ich hab doch was gehört. Egal. Oh. Seht ihr da unten? Von da oben. Von da hatte ich dann darunter geschossen. Hab ich doch was gehört? Da ist noch mal einer. Aber sonst scheint mir hier, weiß nicht, eine schöne Aussicht, scheint mir hier nichts Schlimmes zu passieren. Das ist das Ende. Eine bleiche Zunge. Ah, hallo. Und ich habe noch 10 Flakons, gell? Also ich habe optimal zur Abwechslung gespielt. Aber ja, zumindest bin ich jetzt relativ sicher, dass wenn ich den hierher pulle, weil ich würde zumindest bis hierhin zurückweichen, damit ich nicht
wie ich ein bisschen Kampffläche habe, dass der mich, dass ich nicht gleich, da ist doch was. Ich habe ihn nicht gesehen, nur gehört. Uiuiuiui. Okay. Ein bisschen Blutungsschaden bekommen. So, jetzt bin ich aber mittlerweile relativ sicher, weil hier habe ich ja schon gekämpft, dass ich ihn jetzt daher pullen könnte, wenn er denn angelaufen kommt und den Weg findet und nicht runterfällt. Weil der eine ist offensichtlich runtergefallen. Hoffentlich in seinen Tod. Also, von hier aus... Ne, eins weiter war das noch, oder? Ja. Ne, das war schon von hier aus. Okay. Dann gucken wir mal, was passiert. Aber wie gesagt, es kann auch sein, dass er mich nicht wirklich findet. Jetzt guckt er hier. Da. Gucken wir mal, wo er überhaupt kommt. Nee. Jetzt ist er schon wieder weg. Also eigentlich, also ich könnte jetzt so rausfinden, wo eigentlich der Punkt ist, bis zu dem er mich überhaupt nur verfolgt. Wenn ich ein bisschen mutiger wäre... Ah, oh, jetzt kommt der direkter Weg. Das könnt ihr finden. Kommen die Schritte näher? Naja. Also so direkte Linie schafft die Wegfindungsroutine. Hätte ich schneller wegrennen sollen. Aber jetzt wartet mal. Ah, jetzt habe ich keinen... Jetzt schieße ich mal hier hin und block ihn an. Hört ihr das? Nee, das hört er natürlich nicht. Ich könnte ihm auch auf die Füße schießen. Also, da zu schießen, wenn er quasi Luftlinie zu mir hat, ist blöd. Ich sollte irgendwo schießen, wo er dann nicht so leicht einen Weg findet. Also hier... Gibt er wieder auf. Er ist schon peinlich, oder? Ah, schade. Wie gesagt, ich habe gewisse Chancen, den auch so zu schlagen, aber warum? So, jetzt guckt er wieder. Jetzt kann ich auf den Kopf visieren. Und jetzt gehe ich wieder weg. Wart 5 Sekunden. Also Dark Souls mit einer guten Wegfindungs-KI, das wäre was. Wo ist er denn? Da. Also eigentlich will ich ihn ja schon auf Anhieb treffen, aber ich schaff's halt einfach nicht. So. Tada. Umdrehen. Er gibt auf. Irgendwann verschätze ich mich natürlich bestimmt auch mal. Oh, jetzt hat es nicht gehört, oder was? Aber jetzt. Und? Kopfschuss. Ja, noch 2 Treffer, oder? Noch ein. Okay, jetzt scheint er mich... Nee, er hört schon wieder auf zu rennen. Man hört quasi, wenn er... Wenn er seinen Verfolgungsrennen hat. Nee, jetzt ist er irgendwo abgestürzt. Das ist doof. Jetzt ist nämlich ein etwaiges Item, das er dabei hat, ist mit ihm runtergefallen. Er hat sich gedacht, bevor mir dieser fiese Typ, der sich unsichtbar machen kann, ein weiteres Mal in den Kopf schießt, springe ich lieber in den Tod. Ja. Gesegneter Edelstein, das klingt auch gut. Aber bislang bin ich meinem Problem nicht wirklich näher gekommen. Also, der Lösung des Problems. Ihr habt auch so, wahrscheinlich habt ihr eine bessere Orientierung als ich, oder? Also, die können doch unmöglich wollen, dass ich zum Beispiel auf dieses Ding hier springe, oder? Es muss doch irgendwas anderes sein. Bislang habe ich nichts gefunden. Also, wo
muss ich irgendwo runterspringen? Jetzt wartet mal. Also, das ist der eine da hinten. Da, wo ich jetzt quasi fast drüber stehe. Ne? Diese Grenze. Darüber sehe ich eine. Das sollte ich jetzt mal auf Nummer sicher gehen. So, das Ding hier. Ne? Und da ist keine weitere. Das ist das erste Hochgefahrene. Das fahre ich... Ich weiß nicht mehr, mit was hoch. So. Ah, hier kann ich mich runterfallen lassen. Wahrscheinlich ist es das schon. Wahrscheinlich ist es das schon. Aber sicher bin ich mir halt nicht. Also das ist das Erste. Und dann... Ich bin halt so unglaublich schlecht in der Orientierung. Und jetzt, genau, und... Ja, jetzt wartet mal. Das ist das Ding, das der Fiesling weggemacht hat. Also hier möchte ich quasi rein. Da drauf möchte ich springen quasi. Aber gelingt das? Das ist, scheint mir zu hoch zu sein. Also die einzige Stelle auf der Seite, wo ich sicher bin, dass ich einen Sprung überlebe, ist eigentlich dieser Balkon. Balkon. Hä? Ja. Der da. Nur... Ist dann das Ziel? Ist das die richtige? Ja, 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 ja. Ja, ja. Ich glaube, das ist es. Hier muss ich, es ist die Frage, runterfallen lassen? Überschneiden die sich? Man täuscht sich da gerne mal. Und wie gesagt, das Laufen ist ein bisschen tricky. Das Rennen und Springen. Bei Springen kann ich nur, wenn ich renne. Renne kann ich nur, wenn ich einen Stick in die Richtung richte. Ah, hat zum Glück gereicht. Jetzt habe ich sogar einen ganz tollen Sprungangriff gemacht. Aber jetzt kann ich hier runter. Dann ist es das. Oder es ist die falsche Seite, dann ärgere ich mich zu Tode. Wie gesagt, Orientierung und Jörg, eine Geschichte ewiger Missverständnisse, aber ich bin ziemlich sicher, dass ich hier hin muss, ja. So, schnell trinken. Wenn ich jetzt gleich... Ja, das ist neu. Oder? Keine Ahnung. Da ist einer. Was macht der da? Was macht der da? Er redet mit mir. Ist das nicht der Onion Knight von gerade? Nee, das hat eine ganz andere Rüstung. Ich glaube, ich habe es geschafft. Danke, Simon, für den Tipp mit dem irgendwie außen oben. Ja, und den Rest habe ich selbst rausgefunden. I'm stripped clean of that unruly attire. And look at you. Not a scratch. All's well that ends well, right? Yes, we'll be fine. I can tell. It's that rotten curse. It is. The untidy mess. Das ist die Penisperspektive. Habe ich gerade erfunden, sorry. Richtig lustig. So. Oh, yes. Just a little treat. Danke. Kann ich nicht mehr mit ihm reden. I'm a kind of traveling merchant. Ja, ja. Genau. Wenn ich bei der Cutscene aufgepasst hätte. Oh, das ist ein Händler. Gucken wir mal, was er hat. Gesalzene Preise hat er. Schwarze Lederrüstung, Zwiebelhelm, Katharina-Helm nennt sich das. Oh, soll ich so rumlaufen wie ein HB-Männchen? Pariert euch. Ja, menschliches Harz, das kann mir in einem Boss-Fight
kann mir das schon mal helfen. Aber ich finde so viel Zeug, das ich nicht benutze. Spießschild. Klingt alles spannend, aber ich bin eigentlich gerade... Obwohl, im Moment, vielleicht ein ganz... Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Hat er vielleicht einen ganz leichten Helm? Nee, der hat überhaupt nichts Leichtes. Und die Zwiebelrüstung ist der Hammer. Krummschwert. Lass mich nochmal bei den Special-Sachen gucken. Feuerbomben, und das sind schwarze, die sind besonders mächtig. Komm, da gebe ich jetzt mal alles für aus, was ich habe. Achso, ich darf gar nicht so viele haben. Naja. Das kann nochmal hilfreich werden. So, jetzt kann ich das Ding wieder machen. Und hätte ich aufgepasst vorhin bei der Cutscene, hätte ich wahrscheinlich gemerkt, dass er auf der anderen Seite steht und es von da an ausmacht. Ja. So, und jetzt ist das auch hergestellt. Okay. Und jetzt geht's hier weiter. Mal sehen, was mich erwartet. Weil so langsam habe ich die Kathedrale, glaube ich, erkundet. Oder? Da kann ja nicht mehr viel kommen. Das ist nichts Schlimmes. Das sind nur diese Dinger. Och Gott, da hat man ja fast Mitleid mit dem Vieh. Ah, mit einem hat man Mitleid, mit Hunderten hätte man vielleicht vorher sich mal überlegen sollen, was man macht. Ja, sehr gut. Aber die sind trotzdem alle noch sehr leicht, sehr langsam. Und dadurch, achso, halt, jetzt kommen die Maden wieder. Die Maden, da habe ich doch was für. Jetzt möchte ich es endlich mal ausprobieren. Also, einen Moment. Jetzt bin ich, wie gesagt, voller Maden. Und dank des Tipps, den ich vor mittlerweile einiger Zeit bekommen habe, muss ich wohl nur, wenn man jetzt nicht den Schild nimmt, sondern die Waffe, ja. Und damit stoppe ich den Effekt. Jetzt kann ich aber auch gleich mal mit der Fackel kämpfen, denke ich, oder? Weil die das bestimmt dann auch insgesamt nicht mögen. Oh Gott, ich habe echt... Irgendwie, ich weiß nicht, ob das dieses Larvenhafte ist, aber die tun mir eher leid. Ich mache nicht viel Schaden, aber sie krümmen sich und brennen. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich fühle mich gerade richtig schmutzig. Okay, aber Fackel wieder weg. So. Ja, und das ist jetzt hier wieder eine Folge. Ihr müsst mich mal warnen, dass ich nicht diese Endlosfolgen mache. Wir haben einfach 20 bis 30 Minuten gesagt. Das muss was Besonderes sein. Und was mache ich stattdessen hier? 47, 48 Minuten. Insoweit, tschüssi, bis zur nächsten Folge der Folge 18.